Gut. Warum bin ich leer? Er hat kein Weizen mehr. Ich habe kein Weizen mehr. Das kann ich ändern. Das kann ich sogar schnell ändern. Hier, 137. Oh, das ist eine gute Zahl. Nebenbei, kann ich noch so eine Zombie-Ding? Eigentlich nicht, ne? Ich konnte ja nur eins immer. Und er stellte nach kein Bier mehr her. Okay, wird Zeit, dass ich die Teile mal wegbringe. Und mich da ein bisschen wieder drum kümmere. Dass das weitergeht. Blut im Allgemeinen. Ich hätte gerne so einen kleinen Fort hier drin. Nebenbei, habe ich hier noch gute Organe? Ja, hätte ich. Gutes Herz. Schlecht, schlecht, schlecht. Okay, dann hätte ich allgemein noch was mit den Organen. Ja, Innereien sind am häufigsten. Hirn und Herz ungefähr gleich. Ja, dann muss ich gucken, dass ich vielleicht noch ein paar von den Regalen mache. Voilà. Okay, Leiche verbrennen. Verbrennen. Das ist es jetzt, ne? Mach ich? Genau. Ich mache erstmal jetzt meine Wein. Die Weinsachen haben jetzt erstmal definitiv Priorität. Hier ist schon wieder so viel Wein. Ich brauche eigentlich kein neues einzupflanzen. Eigentlich nicht. Ne, dann mache ich es auch nicht. Ich meine, wozu, wenn ich es nicht brauche? Da, weil ich faul zum Laufen bin, muss ich hier, warte ich hier kurz. Okay, nach Hause. Zack. 400 und nochmal 32 extra. Das heißt, ich habe 455. 455, das ist eine Zahl, die reicht. Die reicht erstmal. Okay, Hopfenmet. Lass sie erstmal da. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Zombie die verschwinden lässt. Weil ich einfach so selten welche bekomme. Ich meine, das ist bestimmt nur Einbildung, aber schon heftig, wie wenig ich auf einmal kriege. So im Allgemeinen auch. Ist schon krass. Wirklich.
Ich möchte gern die Leiche schnell mir angucken und natürlich den Geist hier raushauen. Einfach was eine Weile ist, dass ich schon mal, dass ich einen Geist hier exorziert habe. Hier Seele heilen. Gut geheilt. Okay, ein paar extra Punkte. Jetzt bin ich wieder auf 100. Dich kann ich definitiv ausnehmen. Okay. Hier, Innereien hast du gute. Und wie vorher machen wir die Routine weiter. Wir nehmen ihnen die ganzen Sachen raus, damit wir Vorräte haben. Das machen wir jetzt erstmal mit allen Leichen, dann haben wir wirklich genug Teile. Dann holen wir uns nur noch die wirklich guten Zombies auf. Guten Leichen auf. Dann können wir mit den ganzen Teilen, die wir gesammelt haben, mega gute Zombie... Ach, ich sag immer Zombies. Mega gute Leichen herstellen. Ich meine, der mit seiner 8 ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber nein, wir ziehen das konsequent jetzt durch. Ich meine, ich stelle vielleicht noch ein paar Boxen her. Jetzt, wo der Händler kommt und ich nochmal ein bisschen extra Geld habe. Aber erstmal verbrenne ich die zwei hier. Dann habe ich schon wieder bestimmt über 10 Zombies verbrannt. 10 Zombies sind schon eine gute Zahl. Dass ich so viele verarbeitet habe. Einen sogar auf Maximum verbessert. Also wir haben das effektiv heute sehr gut ausprobiert. Erstmal die haben alle nur gute Innereien. Das ist, glaube ich, das Beste, was die haben. Also stimmt, bevor der Tag jetzt endgültig vorbei ist, sollte ich die Kisten herstellen, damit ich ein bisschen Geld machen kann. Das sollte ich wirklich machen. Ich glaube, ich kann gut welche herstellen. Ich kümmere mich nur schnell noch um den, damit ich das habe. Oh, der hat ein gutes Hirn. Ja, sehr gut, dass wir hier für Teile schon wieder farmen. Ich habe auch echt lang gewartet mit den ganzen Leichen. Es wird auch Ewigkeiten dauern, bis das wieder alles voll wird. Okay, zack. Zusatzteile kommen hier rein. Und dann stellen wir erstmal die Boxen her, damit wir ein bisschen Geld machen. Okay, was kann ich alles? Hier. 220 davon. 8 davon. Oh, das ist ein echt ein paar. Weil ich gierig bin. Ich habe jetzt 13. Ich will 15 insgesamt. Hier. Dann habe ich 15 Kisten. Da wird es einmal voll sein. Ich meine, der Zombie wird es wahrscheinlich eh nicht schaffen, die alle rüberzutragen. Bevor er sie verkauft. Also für die nächsten 2 In-Game-Wochen wäre ich gedeckt mit Kisten.
Der kann ja erstmal ein bisschen was verkaufen. Okay. Ich frage mich überhaupt, wie viel ich da runter tun kann, bis da alles voll ist. Weil so viel Platz da unten jetzt glaube ich auch nicht. Gibt es da eine Grenze? Ich gucke mir das gleich mal an. Nicht, dass ich das jetzt so überfüllt habe. Oh, stimmt. Apropos. Oh, 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 oh. Ich muss beim Händler Seide kaufen. Ich brauche für die neuen Tavernendinger Seide. Zack. Okay, der Zombie ist schon gut dabei. Hier noch ein bisschen zusätzliches Geld. Okay, dann kann ich gleich sehen, wie der Zombie, wie voll das hier ist. Okay, mit dem Rübertragen, es passt, wenn ich sie unten reinhau. Ich muss da anscheinend nicht ganz genau sein. Sehr gut. Okay, als nächstes. Genau. Erstmal, was brauche ich nochmal für die Tavernenbänke? Ich kann 4 Stück herstellen. Ich habe je 2 Seite gebraucht, also 8 Seide im Allgemeinen. Das heißt, ich tue erstmal 10 Seide hier rein. Ich habe für einen Tisch 4 davon gebraucht. Das heißt, für 4 brauche ich 12 Stück. Und davon 8. Da mal 4 sind natürlich 32. Das heißt, das mache ich so. 32. Ja doch, die 32 sollten davon reichen. Damit kann ich meine Taverne upgraden. Machen wir das doch mal. Sobald sich mein Teleporter wieder beruhigt hat. So. Redender Schädel. Kann ich die einfach verbessern? Nein. Ich muss die alten abreißen. Was schade um die ist. Aber wenigstens bekomme ich ein paar Sachen wieder. Auch wenn es fast schon nicht wert ist. Okay, meine Lieben. Solange ihr hier seid, kann ich es nicht machen. Komm schon. Hab ein bisschen Gnade und Mitleid mit mir. Jetzt muss ich echt zu jedem hingehen und sagen, mach bitte Platz. Okay, bau erstmal. Wir können sich da schon mal ein paar hinsetzen. Mach bitte Platz, mach bitte Platz. Mach du auch Platz. Echt jetzt? Ich sag, mach Platz und du stellst dich dahin. Dein Ernst? Zack, ich hab's noch geschafft. Okay. Boah, sieht ja schon richtig schön jetzt aus mit den Tischen. Was nicht ein bisschen Seide einfach hermachen kann, ne? Unglaublich.
Okay, jetzt ist es wieder dunkel, jetzt kann ich zum Buckligen. Kann ich ihm den Auftrag gleich sagen, ey, ich habe das für dich gebaut. Dann habe ich seine Mission fertig. Ich finde es eh cool, dass ich die Taverne nochmal upgraden konnte. Fällt mir sehr. Ich hoffe, es geht nochmal. Es wäre echt cool, wenn mit der Taverne noch einiges gehen würde. Okay, reden. Meine Taverne ist jetzt schöner. Kostenlose Getränke erwarten. Ist das genug? Vielleicht, vielleicht. Okay, okay, ist ja gut. Nimm deine Spitzhacke. Danke. Okay, das hätten wir. Hau ich hier rein. Jetzt muss ich warten, bis... Warte. Das nächste war doch immer noch Adam, oder? Oder hatte ich jetzt alle? Ich hatte jetzt alle. Ich kann die nächsten Missionen dann annehmen. Yes. Okay, erstmal hier gucken. Der sollte doch eine... Hoppala, ich habe die einfach drin gelassen. Hier. Hoppala. Mein Fehler. Da habe ich den echt da drin gelassen. Hat keiner gesehen, dass ich jetzt einfach einen weggeschmissen habe, ohne auf die Teile zu achten. Hat keiner mitbekommen. Nein, nein. Die waren schon dran. Okay, den lasse ich mal da drin. Ja, wenn ich schon da bin, komm, die Leiche ist doch jetzt eh gleich fertig. Nimm die Teile wieder mit. Von dir auch. Okay, die hatte ich. Die, um die habe ich mich doch gekümmert gehabt. Genau, das heißt, ich kann die beiden auch verbrennen jetzt. Das bedeutet, ich hätte nur noch theoretisch 5 Leichen. Ja, 4, 5. Ich bekomme echt keine Superleiche ab anscheinend. Oder ich habe viel zu lange gewartet. Ich muss da eh drauf gucken, was jetzt das Beste ist von den Leichen. Aber weil ich sagen kann, ey, aus der kann ich so eine 26er Leiche machen. Da muss ich drauf achten. Wenn ich jetzt noch wüsste, was der andere nochmal exakt gewesen wäre. Okay, der hat wieder nur gute Innereien. Ich meine, ich habe allgemein schon nicht schlechte Leichen. Die reichen für unsere Verhältnisse fürs Erste, aber nur für die Teile. Ich hätte schon gern so eine 26, 25er Leichen. Dafür brauche ich halt viele von diesen Scherben. Und das ist das nächste Problem. Das ist das nächste Problem, die ganzen Scherben zu bekommen. Okay. Ich würde sagen,
Der reicht noch nicht ganz. Der wäre aber wieder zu übertrieben. Oh, dunkles Hirn. Das lassen wir dir aber erstmal. Und nehmen nur die normalen Teile. Dann werde ich mich um die drei Leichen hier noch kümmern. Wahrscheinlich bis fertig ist 4. Und dann kann ich die anderen Sachen machen. Wie endlich in der Taverne die Vergangenheit weiter anzugucken. Dann geht's storymäßig auch ein bisschen weiter. Und mit den Leichen kann ich mir dann erstmal Zeit lassen, bis ich das wieder vollgestopft habe. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, dann 2 oder 3 Folgen nur mit hier den ganzen Leichen machen. Mal sehen, ob ich nochmal so viele sammeln kann. Oh, endlich mal ein Herz. Bisschen extra Haut. Fleisch. So ganz nebenbei. Ich habe schon lange hier keine Organe mehr abgegeben. Habe ich die jetzt irgendwo anders rein? Na, zum Glück noch nicht. Wie gesagt, von den Innereien gibt es mega viele. Das ist wirklich mit Abstand die höchste Droprate. Gut zu wissen, dass die meisten Menschen gute Innereien haben. Was uns das jetzt sagen soll, weiß ich nicht, aber wir wissen's. Wir wissen's. Das ist das Wichtige. Okay, der letzte. Jetzt 4 und 5. Ehrlich, das ist eine schlechte. Ich meine, so ein 9 ist, glaube ich, das höchste, was eine normale Leiche haben kann. Muss ich gucken, was ich kriegen kann. Okay, 5 rote, 4 weiße. Das ist jetzt so das, was ich mir versuche zu merken. Oh, der hat ein gutes Hirn. Sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Fleisch. Okay, der Rest ist nicht so gut. Mal sehen, ob wir aus der letzten Leiche vielleicht wieder eine super Leiche machen können. Jetzt mal gucken wegen der Seele. Oh nein, es ist ein schlechter. Schade, es ist ein schlechter. Ja, ärgerlich. Okay, dann nehmen wir ihm noch die Teile weg. Oh, aber wenigstens hat er uns gute Splitter gebracht. Wenigstens das. Ist doch auch was. War ja wenigstens für eine Sache gut. Okay, was hast du? Du hast ein gutes Hirn. Sogar ein sehr gutes. Okay, nachdem haben wir dann uns auf jeden Fall eine Pause von diesen ganzen Leichen verdient. Ja, das war's erstmal. Verbrennen wir die letzten 2? Kann ich höchstens nochmal gucken, ob ich jetzt nochmal so ein Urnenmuseum aus den ganzen machen kann. Muss ich noch gucken. Ja doch, ich habe glaube ich genug Asche denn. Mega. Ich glaube wirklich, ich habe genug Asche denn. Ich warte, bis die verbrannt sind, damit ich die restlichen Sachen habe.